Was geht ab, Leute, der Rest im Start und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute wieder Stream snipen, nämlich mit dem Erzfeind von Peter Griffin. Denn der Streamer hat sich heute entschieden, einen Peter Griffin Skin Contest zu machen und ich werde ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Die sind da hinten und das ist hier der Streamer und dieser Streamer ist ein komplett neues Gesicht. Ihr beschwert euch nämlich immer in den Kommentaren, dass ich immer dieselben Streams snipe und heute habe ich mich entschieden, mal ein neues Gesicht zu Stream snipen. Also unterstützt dieses Video unbedingt, indem ihr ein Like und Abo dalässt und Creator Code Danex einträgt. Und wenn ihr einen Kommentar hinterlassen habt, werdet ihr genau hier eingeblendet. Also Freunde, es lohnt sich. Und jetzt hören wir uns erstmal an, wie der Streamer sich diesen Peter Griffin Skin Contest vorgestellt hat. So Leute, willkommen zu einem neuen Livestream. Heute sind wir mal wieder hier auf unserem Kanal und heute machen wir einen Peter Griffin Skin Contest. Freunde, guckt mal einfach, wie mein Hütchen hier direkt aggressiv wird. Und ich habe nicht nur den Plan, einfach normal zu streamsnipen, sondern ich habe auch eine richtig coole Idee mitgebracht. Weil was passiert, wenn einfach so ein unsichtbares Hütchen mit dem Motorrad fährt. Der sieht doch dann gar nichts. Der glaubt dann, es gibt Geister in Fortnite. Nun ja, wir holen uns jetzt erstmal das Scharfschützengewehr raus und picken uns den ersten Skin, der ja kein Peter Griffin ist. Hä? Was denn jetzt passiert? Leute, wir haben hier irgendeinen Stream-Sniper. Leute, wir müssen uns hier umschauen. Hä, aber ich sehe hier gar keinen. Ey, Freunde, mein Skin ist komplett pay to lose, denn der ist einfach mega grob und groß. Und ich wette, wenn man auf den Schwanz schießt, dass der dann trotzdem getroffen wird. Also, ey, so unfair ist mein Skin und ich kann mich auch kaum verstecken. Deswegen nehme ich schnell hier mein Unsichtbarkeitsgerät und verpiesel mich, denn die werden gleich in die Zone gehen. So Leute, wir müssen jetzt hier erstmal ab in die Zone, aber ihr müsst Ruhe bewahren wegen den Stream-Snipern. Genau Leute, erstmal hier schön in die Zone. So Freunde, die sind jetzt auf die Straße gegangen und ich beobachte weiter, denn hier sind noch nicht nur Peter Griffins am Start. Also Leute, ich sag ehrlich, ich wollte hier einen Peter Griffin Skin Contest haben machen und jetzt ist hier noch so ein hässlicher Skin drin. Also das enttäuscht mich jetzt echt. So Leute, jetzt erstmal jeder hier einen Tanz machen. Ja, okay, der hier ist sehr, sehr cool. Also der hier passt überhaupt nicht. Okay, dann werde ich ihn mal die Arbeit ein bisschen einfacher machen. Aber einfach so zu schießen wäre langweilig. Ich nehme hier mal so eine Rakete und mal gucken, ob ich genau diesen Punkt da treffe. Oh ja, schaffe ich es zu treffen? Und... oh, die haben es gemerkt, leider. Die Rakete war zu laut. Hey Leute, hier ist irgendwie wieder irgendein Stream-Sniper. Leute, tut mal Ruhe bewahren. Ist irgendwo ein Stream-Sniper. So, Leute, alle in das Auto. Wir müssen schnell in die Zone fahren. So, der andere rennt einfach hinterher, Leute. Alle schön in die Zone. Oh nein, Freunde. Okay, die sind wirklich auf dem Weg in die Zone. Ich habe mich jetzt schnell unsichtbar gemacht. Und mal gucken, wie die jetzt auf mein Motorrad reagieren. Hey Leute, ist das ein Bug? Hey Leute, hä? Das ist einfach ein... Da fährt ein Motorrad, aber das ist kein Spieler. Oh, ey Leute, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Immer nur dieses scheiß Stream-Sniper. Leute, ich will einmal einen Stream machen ohne Stream-Sniper und jetzt werde ich einfach wieder gekillt. Ach, echt. Holy moly, Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe ihn einfach gestreamsniped mit deinem unsichtbaren Motorrad, ey. Ey, und das ging einfacher, als ich gedacht hätte. Ey, war das nicht cool? Freunde, bleibt unbedingt dran. In der nächsten Runde haben wir noch eine andere coole Idee. So, Freunde, wir sind jetzt in der nächsten Runde. Ich habe ihn ja eben gerade mit dem Motorrad unsichtbar geholt. Ey, das war schon eine komplette Eskalation. Und jetzt haben die ihren nächsten Skin-Contest hier. Und die denken, dadurch, dass hier so viele Häuser umherum liegen, dass sie hier sicher sind. Aber nein, ich habe wieder richtig brillante Ideen. Zum Beispiel habe ich mir so überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich einen Trampolin Junior hier so habe und dann hier so ein Cluster Haftgranate und das dann da drauf schmeiße. Was dann passiert? Wird das so weitergeleitet oder nicht? Ja, so ein bisschen wird es weitergeleitet. Okay, und jetzt beobachten wir mal. So, Freunde, neue Runde, neues Glück. Ich hoffe, wir haben hier keine Stream-Sniper drin. Ich liebe eigentlich Family Guy über alles. Ich bin eigentlich da ein riesen Fan von. Deswegen will ich heute eigentlich auch nur Peter Griffin sehen und sowas. Ja, ich bin auch hier frischer Streamer. Also finde ich auch schon echt komisch, dass es jetzt hier schon Stream-Sniper gibt, Leute. Aber ich hoffe, hier sind mal wieder keine drin. Dann würde ich sagen, let's go. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe ja hier mein Hühnchen-Skin und das ist ja der Erzfeind von dem Peter Griffin. Ich habe mich so entschieden, die gleiche schön mit den Kindchenkeulen zu verprügeln. Ey, das wird bestimmt richtig lustig. Und natürlich suche ich mir dann nur Peter Griffins, weil ich mag die nicht und das zeige ich euch jetzt, wie doll ich sie nicht mag. Hey
Leute, ey, ist hier irgendwo ein Stream-Sniper. Leute. Ey, Leute, habt ihr das gesehen? Hier ist irgendwo ein Stream-Sniper. Ey, Leute. Egal, Leute, machen wir einfach hier weiter. Deshalb ist jetzt eh nur einer gestorben. Also alle wieder aufstellen. So, Freunde, und da ich diesen Peter Griffin da hinten mit diesem Umfang noch mehr weniger leiden kann, hole ich mir den jetzt auch. Oh, oh, Moment. Los geht's! Hey Leute, habt ihr das gesehen? Hier ist irgendwo wieder ein Snipeschuss gekommen. Leute, wir müssen hier echt aufpassen, nicht, dass hier wieder Stream-Sniper unterwegs sind. Leute, es ist hier einfach wieder jemand gestorben. Oh mein Gott, Leute, es sind einfach wieder Stream-Sniper drin. Leute, ich habe gar keinen Bock mehr. Aber ich würde sagen, 2 Skins sind wir noch. Ich würde sagen, die tun wir jetzt zu Ende bewerten. Auch, oder 3 Skins, auch wenn hier 2 keine von Family Guys sind. So, Freunde, und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde jetzt einmal hier so ein Junior nach unten platzieren und darauf springen, auf die fliegen und dann die mit den Hähnchenkeulen verprügeln. Wird das klappen oder nicht? Ich bin der beste Stream-Sniper überhaupt und ich will ihn verprügeln. Und wo ist er? Da ist ja mein Erzfeind, Peter Griffin. Oh nein, der ist unsichtbar geworden, aber ich hole ihn mir. Leute, Leute, hier ist ein laufendes Hähnchen. Leute, wir werden hier wieder gestreamt. Leute, der hat Keulen. Leute, was ist hier los? Was ist hier wieder los? Ey, mein Gott. Erzfeind, ich komme! Und zack! Ja! Leute, es wurde hier wieder einer gekillt, Leute. Hey, Leute, ich hab Angst. Oh, Leute, was ist das für ein Skin? Schnell unsichtbar werden! Hä, Leute, wo ist der hin? Da! Leute, ich hab einfach verlassen. Holy moly, Freunde! Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe ihm ein Willkommensgeschenk gemacht, denn er hätte niemals in Leben einen Peter Griffin Skin Contest machen dürfen. Denn letztendlich habe ich den Hähnchen und das Hähnchen, das hasst Peter Griffin. Und somit gehen wir jetzt noch eine Runde. Ich bin mir nämlich sicher, noch eine veranstaltet. Ja, noch einmal will er den Ganzen eine Chance geben. Freunde, wir sind jetzt einfach auf dem Ozean auf dem Schiff. Er hat sich hier schlussendlich entschieden, einen Skin-Contest zu machen, um komplett von mir sicher zu sein. Tatsächlich hat er auch ein bisschen Glück, denn ich habe kein Scharfschützengewehr mehr, sondern nur noch Pumpguns. Aber dafür habe ich ganz viele Trampoline und irgendwie schaffe ich die gleich schon zu Stream-Snipen. Okay, Leute, wir sind jetzt hier mitten auf dem Ozean. Hier kann uns auf jeden Fall niemand mehr Stream-Snipen, hoffe ich zumindest. Müssen aber hier auch aufpassen, dass hier nicht runterfällt. Und ich würde sagen, wir beginnen hier direkt beim ersten Skin. Aber Leute, das hier ist auch jetzt erstmal mein letzter Skin-Contest für heute. Aber der müsste eh richtig gut klappen. So, Freunde, ich würde am liebsten mir schon den Streamer hier vorknüpfen. Aber das sind ja meine Erzfeinde, die Peter Griffins. Die will ich aber umso mehr haben. Ich warte noch einmal ab, was für Tänze die haben. Weil mit meinem Tanz hätte ich ja sowieso gewonnen. Nämlich den Peter Griffin. Und ja, und dann fange ich direkt an. Also, ich muss sagen, beginnen wir hier erstmal beim ersten Skin mit den Tänzen. Oh nein, Freunde, was für No-Skin. Oh, okay. Ich werde jetzt versuchen, die zu streamsnipen. Ob das klappt, das kann ich dir nicht sagen. Oh, oh, von unten und so. Oh nein, Fehlschlag. Ich muss mich schnell hier im Schiff verstecken. Leute, irgendein Stream-Sniper baut das ganze Schiff ab. Wir stellen jetzt das ganze Schiff auf den Kopf. Ist mir jetzt scheißegal. Leute, durchsucht das ganze Schiff. Oh nein, Freunde, durch welche Rohren soll ich mich denn hier verstecken? Ich habe keine Chance. Die durchsuchen jetzt das ganze Schiff. Ah, zum Glück sind hier geheime Schächten. Leute, ihr müsst alles durchsuchen. Dieses Hühnchen, das wird mir auf gar keinen Fall mehr entkommen. Ist mir scheißegal, Leute. Alles durchsuchen. Leute, was soll das wieder? Nur Stream-Sniper. Oh, Leute, ich habe eben gerade mitbekommen, holy moly, der wurde irgendwie geholt oder so. Aber zum Glück, oh, da ist einer, da ist ein Peter Griffin. Ich verprügel den jetzt. Na komm, los geht's. Und da ist ein anderer. Oh, ja, oh nein. Leute, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Also ich werde jetzt auf jeden Fall den Stream beenden. Ja, ich habe den letzten Peter Griffin geholt. Somit ist meine Mission erfolgreich. Ich habe als Hühnchen Peter Griffin komplett zum Eskalieren gebracht. Somit, Freunde, hoffe ich, euch hat das erste Video mit diesem neuen Streamer gefallen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und Creator-Code Danex. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein, euer Danex. Bye, bye.